Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3 mit dem Askabas. Und wir schwimmen hier gerade am Meeresboden entlang und können uns noch halten, denn die Strömung ist wieder ganz schön scharf. Scharf, stark. Ich bin durchnässt, ich kann nicht mehr. Ein bisschen The Forest Feeling. Aber auch nur ein bisschen. Da ist er, da ist Juri. Die haben uns gefunden. Wir brauchen ihn. Wir schaffen uns mal auf. Wer zum Teufel ist denn Juri? Hab Sota es gerade gesagt, den ging's auch übel schlecht. Es heißt, im Krieg sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Alles klar. Black Viking. Aber wer definiert, was wahr ist? Ich. Dollarzeichen. Little reported. Don't believe everything you see. Oder read oder was auch immer. Maschewski und seine Tochter. Er fliegt nach Hamburg, um mit NATO-Delegierten einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Okay. Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Was ein schlauer Spruch. Doch die Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. Weißt du, manchmal ist halt einfach, da ist in diesem Spiel sind einfach richtig ernste Themen. Da muss man einfach sagen, okay, das stimmt so, und da kannst du auch einfach keine Witze mehr machen, das ist halt einfach so. Team 1, das Präsidentenbüro ist gesichert. Alles klar, das Präsidentenbüro. Turbulenzen, 3. Oktober, 18.30 Uhr. André Harkov, russischer Flugsicherheitsagent. Team 1 beim Präsidenten bis zur Landung bleiben. Bis zur Landung bleiben. Was guckt er sich da an? Oh. Okay. Dann bekommt er eine Antwort. Und zwar einen Schlag in die Fresse. Okay. Die Wahrheit. Was guckst du so? Wir sehen uns beim Essen, war sein letztes Wort. Irgendwas passiert doch gleich, da kann ich mir nicht sagen. Mit wem müssen wir denn hier den Präsidenten beschützen? Mit PVT, Sergei und mit Commander Leonid Putin. Will er jetzt hier einen Roman erzählen? Da mache ich aber einen Schnitt. Okay. Ah, ich krabbel unterm Tisch, ich krabbel unterm Tisch, ich krabbel unterm Tisch. Hey! Ich bin Kind! Warum habe ich nur eine scheiß Pistole, Mann? Sowas ist doch vorprogrammiert. Und die schicken mir mit, ich schick mich mit der Pistole hier hin, oder was? Code Rot. Okay. Ich kann nicht hier auch mal weg, oder was? Was tut er da? Alter. I'm Jesus. Okay. Und los. 20 Meter ist nächste Ziel. Ah, komm. Easy. Bunch. Ja, der hält nicht. Aua, das hat weh. Und nochmal. Ah. Das tut weh, das wird weh tun. Ah, das wird weh tun. Das wird sehr weh tun. Aua, aua. Okay, ich bin noch am Leben hier gerade. Gibt's hier auch eine bessere Waffe anstatt diese Wasserpistole? AK, was weiß ich. Kenn mich mit Waffen nicht so aus. Ist auch besser so. Na, jetzt steh doch mal auf, Junge. Okay, dem war's das. Nehmen wir den noch mal auseinander ganz fix. Oh, die ist auch nicht versehrt. Und jetzt ab hier. Boah.
Alter, das war schon mal ganz schön knapp, Kollege. Okay, jetzt kriegen wir aber trotzdem noch. Alles klar. Was ist das denn? Okay. Geil. Klappwaffe. Sag mal, geht's noch oder was, Kollege? Es ist gut, dass der Kriegsschrecken ist. Ja, ja, ja. Sagen sie alle. Okay, episches Feeling hier. Ich will die andere Knarre wieder, die war voll cool. Ah, die gab's da hinten drin, ne? Okay, dann schnappen wir uns die gerade nochmal ganz genügend. Ja, 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 um die Ecke looten brauchst du ja nicht mehr, Kollege. Okay. Ah. Nehmen wir die wieder hier. Die ist mega geil, ich feier die. Macht auch einen ganz guten Damage. Quatsch. Einmal ganz gediegen Double Kill hingelegt. Hier in Call of Duty Modern Warfare. Boah. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Ja, ja, ja. Alter. Boah, ist unfair. Der Wallhex, der Affe. Also. Ja, steht da im Mittelgang. Ja, komm mal her. Oh, ist schön. Ey, du kannst doch nicht einfach das Glas kaputt machen. Hausfriedensbruch. Flugzeugfriedensbruch. Tut mir leid. Alter. Okay, das kriegen wir hin. Ja, du auch noch da hinten. Wo habe ich jetzt eigentlich meine... Ah, du Scheiße. Nehmen wir die gerade mal hier. Die ist, glaube ich, ein bisschen besser. Die zweite Wunde. Nehmen wir auch die gerade mal. Alter. Mann, seid ihr blöde. Jetzt geht er rein. Los. Los, jetzt geht doch da rein, ihr Hengste. Was? Wieso? Warum? Weiß nicht, die haben einfach mal die Tür zugemacht. Alles klar, kann man machen, ne? Oh, sind die blöde einfach, ne? Ja, komm, wir werden sowieso alle sterben. Alter, lass da drehen. Eieieiei. Tschüss. Oh, Alter. Hallo und herzlich willkommen bei Tower Defense. Dieser Tower hat es leider nicht mehr überlebt. Alter. Oh, das war schmerzhaft. Black Screen. Ein leichtes Dumpfen. Nehme ich noch. Die Turbinen drehen sich noch. Wer ist da? Feind oder Freund? Feind oder Freund? Freund, okay. Na los, Agent Kharkov. Wir müssen den Präsidenten finden. Was? Anstatt einfach mal sagen, geht's dir gut oder? Nee, wir müssen den Präsidenten finden. Alter. Ich schieß dir gleich in den Arsch, du Affe. Na? Da gibt's auch Small von der Lagersicherung. Guck dir das doch mal an. Das ist alles nicht vernünftig gesichert worden. Das muss eigentlich ein Absturz überleben. Fehlkonstruktion. Okay, so. Ah, er ist am Schneien hier. Da kriegt man schon mal Weihnachtsfeeling hier. Kannst du eigentlich nicht in ganzen Sätzen reden? Doch, da finden und ihn sicher bringen. Okay, gehen wir einen Moment daher hier. Wer ist das hier? Ist das nicht der Präsident? Nee, ist er nicht. Er ist ja nicht. Folgen. Und hier drüber. Ah, scheiße. Was ist das denn jetzt hier? Kernschmelze. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich Feinde kommen. Ich weiß aber nicht, wie ich da drauf komme. Habe ich irgendwas gesagt? Alles klar, nehmen wir die gerade mal auseinander hier. So. Ganz klar, die. Boah. Am besten nicht in die Granätchen reinlatschen. Das wäre nicht so geil. Ah, Alter. Kannst du nicht machen. Hier ist auf jeden Fall ein Sportpot dran, das sieht man.
Die Auspuffgase sind leicht modifiziert. Wir verstecken uns gerade mal hier hinter, weil das auch sicher ist. Boah. Hier kriegt man wieder eine Granate reingedrückt. Tama, geht's noch oder was, Kollege? Ach, ist das nicht... Das ist eine Schrot... Nice one, eine Schrotflinte. Endlich mal eine Schrotflinte. So, jetzt wird hier geballert, Alter. Habt ihr Bock zu ballern? Batsch, batsch. Batsch, batsch. Batsch. Nein, ich sterbe jetzt nicht. Ich will nicht. Mann, ich sagte doch. Zweimal in einer Folge mindestens. Sonst erlaube ich das im Spiel nicht. Zweimal in einer Folge ist Minimum. Es tut mir leid, Mann. Es tut mir doch so leid. Okay, nehmen wir die jetzt gerade mal so auseinander hier. Ah, von wo? Von da oben natürlich, natürlich, von da oben. Der lebt noch. Was für eine Scheiße, Alter. Ich hab den nicht gesehen, Mann. Ich hab den nicht gesehen. Was für eine Kacke, Mann. Oh Gott, ey. Ich bin so schlecht geworden. Andere Frage, war ich jemals gut? Der da hinten, der steht da mit einer Schrotflinte. Weißt du, er ist genau wie ich. Der ist mit einer Schrotflinte am Snipen. Nehmen wir den gerade auch mal auseinander hier. Ja. Von wo hier schon wieder? Ach, der liegt da noch rum hier. Jetzt komm mal her, du Hengst. Ah, meine Güte. Weißt du, solche Leute, die pissen mich an. Die da rumliegen. Ja, eine Granate brauchst du jetzt auch nicht mehr werfen. This Fass ist on fire. Ah, Gott. Alter. Gehen wir mal ganz gediege weg hier. Hab nämlich keinen Bock auf Stress. Müssen gerade mal nachladen hier. 87 Schuss, sonst geht dir die Muni aus. Langsam aber sicher. Tama, du bist doch nicht tot. Ich habe doch gerade das ganze Magazin auf dich gefeuert. So, jetzt war's mit dem. So, jetzt reicht's mir, Alter. Ah. Easy. Und dann gerade mal die andere Waffe. Mit der kann ich irgendwie nichts wirklich erreichen. Es muss an der Waffe liegen. Aber denkst du, ich sehe dich nicht da oben oder was? Arschloch. Ah, ey. Mann, sind die sind viele, ne? Weiße Ego-Shooter sind eigentlich mega geil. Auch die Kampagne, ich feiere die mega, die Zwischensequenzen oder so. Aber manche Schießereien, die ziehen sich einfach nur so. Die ziehen sich einfach nur so dermaßen. Zum Beispiel diese hier. Du hockst hier einfach 2 Stunden, kommst in der Schießerei nicht weiter. Das ist doch nicht mehr feierlich. Okay, nehmen wir da mal aus. Na hier. Ändern richtig. Dem war es das auch jetzt. Okay, nehmen wir die alle aus. Hier. Kein Problem, komm mal her. Der war schon tot. Alter, was... Das sieht krass aus, das sieht krass aus. Doch, doch. Kann man machen. Muss man aber nicht. Flugzeug. Flugzeug. Helikopter. Kann er überhaupt was sehen? Ja, aber der hat da drin so bestimmt so 1000 Monitore und hier unten ist so eine Kamera. Ach, ich soll die Tür aufmachen? Nein. Nein. Makarov. Nicht schießen. Aua. Sag mal, ist der bekloppt geworden oder was? Schießen doch ab, Alter. Schießen doch ab. Wissen Sie, wer ich bin? Ja. Ach so, das sind voll welche von dem. Okay. Sie sind wahnsinnig. Russland wird ganz Europa erobern. Selbst wenn nur noch ein Haufen Asche übrig ist. Ich will die Startcodes abreißen, die bekommen Sie nie. Er will die Startcodes. Jeder hat eine Schwäche. Findet das Mädchen an. Okay, die Tochter ist in Sicherheit. Das ist gut. Das ist schon mal eine tolle Sache heute. Weil wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Und zwar die Errungenschaft konnte ich jetzt gerade nicht lesen. Der russische Präsident ist nie zum Friedensgipfel in Hamburg eingetroffen. Wo er sich befindet, ist
genauso wenig wie... Sieht aus, als hätte Makarov seine nächste Karte gespielt. Wenn er wieder da ist, dann sollen es auch alle wissen. Wo fangen wir mit der Jagd an? Afrika. Makarov lässt über eine paramilitärische Gruppe Lieferungen nach Sierra Leone bringen. Nach Sierra Leone? Ich habe nie gehört. Weiteren nach Spanien. Er geht nach Norden. Genau vor die Tür Ihrer Majestät. Woraus besteht die Fracht? Ich weiß es nicht. Cargo? Aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich sie. Diese Zwischensequenzen sind geil, aber ich will das Let's Play gar nicht in die Länge ziehen. Okay. Nikolai, wir sind knapp außerhalb des Dorfes. Verstanden, ich hole euch in einer Stunde ab. Er holt uns in einer Stunde ab, das ist gut. Makarovs Ladung sollte dort sein und leise vorgehen, los. Wir gehen leise vor und zwar in der nächsten Folge von Call of Duty, deine Mutti, Modern Warfare 3. Mein Name ist und bleibt immer noch Askabas. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.